Manche Maschen machen das aus Sicherheitsgründen. Das kann vorne noch, wenn man nicht fährt. Aber die Affen, bis ich seine Hunde sicher, die schaffen das. Los. Sie sehen hier in der Mitte eine lange Zugleine, an der dann immer die Hunde paarweise eingespannt werden. Sie sind an Halsbändern, dann sollen sie nicht ziehen, sondern nur paarweise gerade auslaufen. Und über das Geschirr vor der Rute eingespannt, da überträgt sich dann die Kraft auf die lange Mittelleine. Und nach hinten auf den Wagen. Sie sehen vor dem Wagen so eine schwarze Verdickung. Das ist ein Wagen. Am Wagen festgemacht. Zusätzlich eine zweite Leine, falls irgendetwas bei der ersten kaputt geht. Das ist wichtig. Der Wagen muss in Ordnung sein. Und diese Hunde entwickeln eine enorme Zugkraft. Besonders wenn sie gut trainiert sind. So, noch eine gute halbe Minute. Das Sommerfell geht weg, das Winterfell kommt und dann sehen die so schrubbelig aus.